Hallo, heute ist Sonntag, der 7. Mai 2017 und willkommen zurück zu meiner beliebten Serie. Welche Veränderungen können transmaskuline Menschen erwarten, die mit der Testosterontherapie starten? Heute voraussichtlich hoffentlich mit dem wirklich letzten Teil, nämlich das Thema, ich formuliere es mal als Frage, verändert sich durch die Testosterontherapie der Charakter des Menschen? Ist ja eigentlich eine berechtigte Frage. Ich meine, bei diesen umfangreichen medizinischen, physischen und körperlichen Veränderungen, die Testosteron bei uns verursacht, ist die Frage ja schon naheliegend, ob dann auch die Psyche irgendetwas mitbekommt oder sich irgendwie auswirkt. Fangen wir am besten mal chronologisch an. Wenn die Hormontherapie beginnt, dann wird der betreffende Mensch in eine Art zweite Pubertät oder vielleicht ist es ja noch eure erste. Also es wird jedenfalls in eine Pubertät ausgelöst. Und die Wechseljahre gleich mit, weil wir bekommen meistens auch Hitzewallungen, aber das nur am Rande. Es wird also eine Pubertät ausgelöst und wie ihr wahrscheinlich euch schon denken könnt, heißt Pubertät schlechte Haut und schlechte Laune. Ihr bekommt Stimmungsschwankungen, um es mal konkret zu sagen. Und das kann also auch wirklich sein, dass ihr dann ein paar Wochen oder vielleicht sogar ein paar Monate lang, ich würde mal sagen, ein bisschen am Rad dreht. Aber das geht eben wieder vorbei. Ich kann zum Beispiel aus eigener Erfahrung bestätigen, dass sich vorübergehend mein Geschmack verändert hat. Und zwar im doppelten Sinne. Ich habe einmal meine Schwäche, wenn es um Naschkram geht, habe ich einmal meine Schwäche für Süßigkeiten ziemlich stark verloren und dafür eine stärkere Lust auf deftigere und herzhafte Naschsachen entwickelt, wie Chips oder Cracker. Und gleichzeitig habe ich deutlich lieber wieder diese aggressive Musik gehört, die ich schon zur Zeit meiner ersten Pubertät gemocht habe. Beides hat sich aber inzwischen auch schon wieder relativiert. Und selbst wenn es sich nicht wieder relativiert hätte, das ist jetzt auch nichts so Tragisches. Was aber sehr wohl als charakterliche Änderung zählt, ist diese neue Selbstsicherheit, die man gewinnt. Vorausgesetzt, die Hormontherapie ist wirklich eine gute Sache für den Transmenschen und hilft ihm und ja, bewirkt im Prinzip das Richtige für den Menschen. Dann fühlt sich derjenige hoffentlich besser und das mündet am Ende, wenn alles gut geht, darin, dass derjenige auch ein höheres Selbstbewusstsein oder Selbstwertgefühl entwickelt. Das ist schon etwas, was man wirklich auf den Charakter bezogen als starke Änderung betrachten kann. Bei mir ist es zum Beispiel auch wirklich so, dass ich mich von Gegenstimmen nicht mehr so leicht platt machen lasse wie früher. Und ich nehme auch die schwarze Peterkarte, wenn man sie mir zuschieben möchte, nicht mehr so widerstandslos an. Was das angeht, bin ich also wirklich wieder borstiger und vielleicht auch ein bisschen provokanter geworden als früher. Nach außen hin zeigt es sich eben auch als Teil meines Charakters, diese neuen Eigenheiten. Andere Transmenschen beschreiben zum Beispiel auch, dass sie insgesamt dominanter auftreten oder dass sie nicht mehr weinen können oder nicht mehr so leicht wie vor dem Start der Hormontherapie. Letzteres habe ich schon sehr oft gelesen, also scheint oft einzutreten. Diese Änderungen, egal was nun passiert, können also durchaus einen positiven Einfluss auf euch haben, aber vielleicht auch einen negativen. Trotzdem, nur weil wir transmaskulinen Menschen Testosteron verabreicht bekommen, heißt das nicht automatisch, dass wir total aggressiv plötzlich auftreten oder wir uns in die Prototypen eines Machos verwandeln. Genauso wenig wie Transfrauen sich ja auch in häkelnde Superköchinnen verwandeln, die den ganzen Tag nur shoppen gehen wollen. Ist nicht so. Der Charakter, den der Transmensch in die Hormontherapie mit reinbringt, wird ja nicht annulliert. Er wird lediglich an manchen Stellen etwas stärker ausgebaut und an anderen Stellen tritt er vielleicht etwas stärker zurück. Was zum Beispiel sehr oft der Fall ist, ist, dass Transmenschen bestimmte charakterliche Eigenschaften schon vor dem Start der Hormontherapie haben, diese aber nicht ausleben können, weil die Umwelt schlecht darauf reagiert. Zum Beispiel, wenn jemand ja, sich schon immer den ganzen Tag am liebsten breitbeinig hinsetzt, aber die Umwelt schlecht darauf reagiert, weil Frauen machen sowas ja nicht. Wenn derjenige dann ab mit der Hormontherapie begonnen hat und dann endlich wie ein Mann, also auch für die Außenwelt wie ein Mann aussieht, dann ist es auf einmal okay und dann kann sich derjenige auch endlich genauso hinfläzen, wie er es schon die ganze Zeit vorgehabt hat. Hier verändert sich der Charakter also nicht. Er zeigt einfach nur alle Facetten, die bisher unterdrückt worden sind. Das Ganze kann übrigens auch in die umgekehrte Richtung ausschlagen. Also wenn jemand wirklich dringend als Mann von den anderen Menschen gelesen und angesprochen werden wollte, dann hat dieser Mensch stärker an den männlichen Eigenschaften von sich selbst festgehalten, um seine eigenen Passing-Chancen zu erhöhen. Durch die Hormontherapie wird auch er jetzt männlicher und wird auch von anderen immer als Mann gelesen. Und jetzt kann er es sich wirklich mal genehmigen, auch mal ein paar weibliche Eigenschaften zuzulassen, weil er eben jetzt nicht mehr Gefahr läuft, nur wegen dieser einen weiblichen Eigenschaft sofort in die Frauenecke geschoben zu werden.
Dann kann es also durchaus sein, dass ein Transmensch dann während der Hormontherapie plötzlich anfängt, sein Faible für bunte Haare auszuleben oder sich anfängt, die Fingernägel zu lackieren. Egal, wie sich der Charakter am Ende verändert. Für diejenigen, die drumherum stehen und es mitbekommen, ist es meistens genauso neu wie für den betreffenden Transmenschen selbst. Für uns ist das auch erstmal eine Überforderung. Da sind so viele neue Gefühle und diese neuen Freiheiten, da muss man sich auch erstmal reinfinden. Da kann es auch sein, dass wir am Anfang erstmal ein bisschen überreagieren, wenn ihr versteht, was ich meine. Vergesst am Ende auch nicht, dass wir eine Pubertät durchmachen. Und das besteht nun mal nicht nur aus, naja, Akne, sondern auch, es geht ja auch darum, in eine Rolle hineinzuwachsen. Nichts anderes passiert hier. Und wie bei allen Pubertierenden geht das eben noch nicht sofort auf Anhieb gleich richtig. Wenn ihr allerdings als Außenstehende bei eurem transidenten Kumpel irgendwelche charakterlichen Veränderungen feststellt, sprecht ihn doch ruhig mal darauf an. Gut möglich, dass es dem noch gar nicht aufgefallen ist. Und ob sich jemand nun wirklich stark verändert hat, das kann man erst mit der Zeit sagen, wenn sich der Charakter wieder ein bisschen gefestigt hat. Und am Ende geht es ja auch darum, dass der Mensch glücklich wird und nicht möglichst kompatibel zu allen anderen Mitmenschen ist. Oder? Deswegen, ich plädiere mal dafür, macht euch nicht so verrückt, lasst es auf euch zukommen. Und ja, trotz allem gute Entwicklung. Und ich wünsche euch charakterstarke Grüße, euer Katerschnurz. Ich habe übrigens beschlossen, dass die weiße Wand hinter mir viel zu langweilig ist und deswegen eine umfangreiche Umdekorationsmaßnahme gestartet. Das ist das Ergebnis. Es hat mich einen halben Tag Arbeit gekostet. Vielleicht nicht einen ganzen halben Tag. Vielleicht waren es auch nur 5 Minuten.